Herzlich willkommen zurück zur FIFA 16 Trainerkarriere. Wir starten wieder mal, wir können wieder mal hier Training machen. Natürlich, komm, den müssen wir ja immer noch machen. Ich möchte mal was anderes mit ihm trainieren, wo er vielleicht ein paar mehr Punkte. Timing von Pässen könnten wir mal machen. Wir könnten mit ihm noch was anderes. Wir könnten mit ihm Schuss, wie gesagt, ich möchte, dass er, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass er besser, oh, ich juckt an der Nase, am Mund, oh. Dass er mehr ein bisschen Schussgenauigkeit und so ein Kram bekommt. Er macht Schussgenauigkeit, das ist gut. Dann natürlich Costa, den nehmen wir mal mit rein. Oh, er hat Marktwert verloren. Warum das denn? Das geht nicht. Machen wir durchsetzen. Dann nehmen wir Götze. Wie gesagt, der soll 85 werden. Da könnte ich auch noch mal hier Schuss machen, damit er. Weil er hat schon ziemlich für Dribbling und für Pässe und den ganzen Kram hatte schon sehr gute Werte. Wir machen Abschluss aus kurzer Distanz. Und dann nehmen wir Kimmich nochmal. Ich gucke sich nur immer wieder, verzeiht mir das bitte auf meinen Rechnerkram da hinten, weil es ist immer noch derselbe Abend, wo der ganze Scheiß zweimal abgestürzt ist hier. Ja. Deswegen gucke ich ab und zu mal darüber einfach nur, ob es noch läuft. Wow, A, D, A, D, B. Sehr schön, damit hat Costa richtig gut Punkte gemacht. Götze ist auch ein bisschen der 85 näher gekommen und Coman selbstverständlich auch. Sehr schön. Wir haben eine Pressekonferenz, die natürlich wie immer total lächerlich ist. Wir machen motivieren, selbstverständlich. Dann simulieren wir weiter Richtung Champions League Spiel. Darum geht es nämlich heute gegen den AS Monaco. Gegen den AS Monaco? Gegen AS Monaco. Da spielen wir natürlich wieder mit unserer vollen Stärke. Wir dürfen in Rot spielen, die anderen spielen in dieser dunklen Farbe hier, auswärts, egal. Teammanagement Ribéry hat zwar eine schlechte Form, aber das lassen wir alles mal so, wie es da ist und starten sofort das Spiel. Bis gleich im Stadion. Herzlich willkommen zum Champions League-Spiel zwischen AS Monaco Frankreich und FC Bayern München aus Deutschland natürlich. Union Park Stadion stimmt doch auch nicht, oder? Ich habe keine Ahnung, wieso diese Stadien immer falsch machen da. Naja, wir haben das zweite Champions League-Spiel, das erste gegen Galatasaray Istanbul, hat ja sehr gut geklappt. Ich glaube, wir haben ja gewonnen. 3-1, 4-1, irgendwie sowas. Und natürlich auch hier, Monaco hat sehr krasse Spieler. El Shaarawy wäre auch für mich ein Kandidat, den ich mal als linken Flügelspieler mir zulegen könnte. Ja, wobei er jetzt mittlerweile schon nicht mehr bei Monaco ist, sondern er hat ja, glaube ich, gewechselt zum AS Rom, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir stellen sofort auf Offensiv, unsere komplett Offensivpower und versuchen mal gegen AS Monaco hier anzustinken. Ich bin gespannt, was das wird. Alaba setzt sich schön durch und macht dann voll die Scheiße. Ach Gottchen, wieso stand denn da noch einer von denen? Okay, Müller ist mal durch. Wobei Müller, wie gesagt, nicht der Schnellste ist, aber trotzdem ist er durch. Sensationell, der Müller. Der kann alles. Flanken kann er auch. Und da ist es 1-0 durch. Wer hätte es gedacht? Lewandowski. Wahnsinn. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass es doch jetzt hier so schnell geht, das 1-0. Wow. Sehr schön. Das beruhigt mich immer so ein bisschen, wenn ich hier ein Tor reinbekomme. Vor allen Dingen dann so schön wie das hier. Wahnsinn. Diese Flanke. Mich wundert, dass es kein Abseits war. So ein bisschen. Aber gut, wird schon alles die Richtigkeit haben. Ne? Wir scheißen auf die Torlinientechnik. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Weiter geht's. Wir müssen sofort nachlegen jetzt. Sonst könnte es sein, dass Monaco hier böse wird und alles nach vorne wirft. Und dann meistens klingelt es irgendwann im Kasten. Komm, Philipp, hol ihn dir. Okay.
Robin. Ribéry, was macht denn der da rechts? Oh mein Gott. Sehr schön, sehr schön. Und, ah, aber da kommt Müller und... Voll gut, ey, voll gut. 2-0 in der 15. Minute. Lewandowski und Müller sind einfach nicht zu stoppen. Das ist der absolute Oberwahnsinn. So wird der Müller sich niemals freuen. Das ist so bescheuert. Na gut, wir gucken mal eben auf den Rechner. Läuft noch alles? Es läuft noch alles. Wunderbar. Vorteil ist der Laufen. Wow. Und der pfeift es dann doch ab. Hm. Blöd, weil eigentlich pfeift man ja einen Vorteil dann nicht mehr ab, wenn die Torchance zustande, wenn eine Torchance zustande oder eine Aktion zustande gekommen ist. Das ist ja nun hier eindeutig und trotzdem kriegt er jetzt noch den Freistoß. Na gut. Dann ist das eben so. Wow. Alle Achtung, wer war das? Sauberes Tor, ey. Krass. Boah. Das war ja fast schon wie Roberto Carlos früher. Moutinho. João Moutinho. Kann man sich auch mal merken. Und natürlich kriegt er den Ball nicht. Schon wieder ein Freistoß aus einer ähnlichen Position wie gerade eben. Wir sehen sogar noch da unten die das Freistoßspray. Gelbe Karte für Martinez. Natürlich schießt wieder Moutinho wahrscheinlich, oder? Naja, Moutinho schießt. Und er schießt diesmal drüber, Gott sei Dank. Puh, das wäre es jetzt gewesen. Ausgleich durch zweimal Freistoß, gleich mal zweimal die gleiche Schütze. Müller kann mal von hier hinten schießen, wollte ich gerade sagen, aber leider war er da. Hat sich den Ball zu weit vorgelegt. Oh oh. Aufpassen, Leute. Direkt in den Konter hier rein. Mit Ribéry, dem quirligen Franzosen. Da. Da kam mein Husten gerade nochmal durch. So eine Kacke, da konnte ich mich gar nicht aufs Spiel konzentrieren. Weg mit dem Ding. Robin, hol dir das Teil. Okay, Robin bringt heute nicht wirklich viel Leistung. Also zumindest habe ich ihn noch nicht so oft gesehen. Da ist Ribéry häufiger im Bild. Boah, Neuer. Okay, hier geht's schon richtig zur Sache. Das merkt man echt gut, ey. Champions League und Bundesliga ist immer noch ein riesengroßer Unterschied. Und das ist jetzt ja nur AS Monaco. Wie gesagt, letztes Mal war es nur Galatasaray. Shit, da ist es passiert. Da ist es passiert. 2-2. Voll in die Kamera gerutscht. El Shaarawy hat die Ecke geschossen, nicht wahr? Da kennt man direkt an der Frisur. Ja, hat aber genau gepasst da in der Ecke. Bakayoko war es. Der sagt mir gar nichts, der Name. Wahrscheinlich gut, ich muss ja nicht jeden kennen. Okay, dann müssen wir das wieder ausbaden. Denn
Ein Punkt ist mir definitiv zu wenig. Wenn das nächste Spiel gegen Atletico Madrid geht. Denn gegen Atletico Madrid, da könnte man auch glatt mal verlieren. Also das ist ja, wie gesagt, das ist Champions League hier. Oh shit. Neuer, Gott sei Dank haben wir den. Ah, schade, schade, schade. Wie gesagt, es ist Champions League und als nächster Gegner kommt dann Atletico Madrid und da kann man auch echt mal locker verlieren. Also so ist es ja nicht. Shit. Nein, wieso rutschst du denn da hin? Du sollst jetzt den Ball weghauen. Oh. Hau weg das Teil jetzt hier. Meine Güte, es ist eh Halbzeit jetzt gleich. Boah, Gott sei Dank. Meine Fresse, ey. Okay, da hinten läuft noch alles wunderbar. Halbzeit. Halbzeit ist. Puh, was machen wir? Wechseln wir jetzt? Nein, wir wechseln noch nicht. Wir lassen die Mannschaft so, wie sie ist im Moment. Es läuft. Ja, eigentlich ganz gut, bis auf die zwei doofen Gegentore halt. Shit, okay, also lange Pässe hier auf die Flügel, das geht nicht. Da stehen sie immer irgendwie doch dazwischen. Ich gehe das ja hier oben auf Ribéry. Geht auch nicht, okay. Oh Mann. Puh. Ich diese, also da merkt man echt Weltklasse und eine starke Mannschaft als Gegner, also eine richtig starke Mannschaft, wo so Einzelspieler bei sind, die halt echt dribbeln können. Das hasse ich. Das hasse ich wie die Pest. Nein, das war scheiße. Okay, gut. Da hat er keinen Schritt nach vorne gemacht gerade. Wieso klappt denn das nicht, so wie ich das vorhabe? Oh shit. Oh Gott. Okay, gleich können wir schon mal die nächsten Wechsel vorbereiten. Einen Angriff machen wir noch. Robin, lass dir doch nicht den Ball das einfach abnehmen. Was ist denn mit dir los? Aha. Yes! 3 zu 2. Wer war's? Der Philipp war unser Kapitän. Ich wollte gerade sagen, das war eine sehr kleine Person, wie ich da gesehen habe. Sehr schön. Ich wollte es erst selber mit Robben machen. Zum Glück habe ich das nicht getan. Ja, sehr geil. Hat unser Kapitän Philipp Lahm nochmal ein Tor gemacht. Ist ja selten. Ich meine, er macht oft Dinger, die halt wirklich wichtig sind. Das ist mir mal so aufgefallen. Okay, sehr schön. Wir können mal schnell wechseln. Wir haben die 59. Minute. Wir führen. Wir holen Ribéry natürlich raus. Dafür kommt Coman. Costa kommt für Robin, die haben gute Arbeit geleistet. Götze ist nicht mehr so der Fitteste, dafür kommt Thiago. Da brauchen wir heute einen Starken, da können wir mit Kimmich nicht viel anfangen. So lassen wir das Spiel fortsetzen. Muss ich mit Martinez nur aufpassen, dass ich da hinten keinen mehr umhaue oder so. Das wäre auch schlecht. Aufnahme läuft auch immer noch, sehr schön. Philipp Lahm.
Okay, Komar ist heiß. Der ist schnell, der ist heiß, der ist gut drauf. Und Komar ist da durch. Wahnsinn. Was war das denn für ein Pass, ey? Bam! 4-2. Yes! Wer war's? Lewandowski war's. Sehr geil. Okay. Okay, ich hab's hoffentlich gerettet. Ich meine, ich natürlich eben war ich auch vorne und habe dann zwei Gegentore kassiert, aber jetzt haben wir auch wieder einen frischen Flügelstürmer da vorne. Sehr cool. Man merkt einfach, dass der ist doch noch einen ganzen Ticken flotter als Ribéry. Hat vielleicht nicht so coole Dribbelkünste wie Ribéry, aber das brauche ich eigentlich eh nicht. Ich brauche da schnelle Spieler auf den Flügeln, auf den Außen. Und da ist Coman echt der Richtige, finde ich. Den muss ich behalten, den muss ich verpflichten auf jeden Fall. Wie gesagt, noch ist er ja nur geliehen. Von Juventus Turin für 2 Jahre. Weg mit dem Ding. Ich denke mal, ich werde diese Leihe auch noch über ein Jahr jetzt hinauszögern. Und dann, kurz vor Ende, werde ich dann gucken, dass ich ihn wirklich verpflichte. Mal sehen, was er da für Gehaltsvorstellungen hat. Ja. Vor allen Dingen, ich glaube, ich habe gesehen in so einer Auflistung. Das war zu weit. Da kommt Costa nicht dran. In einer Auflistung von den ganzen Potenzialen, die die Spieler so haben. Ich glaube, man kann Coman bis auf 88 hochprügeln oder 87 oder 86. Ich glaube aber, es war mindestens 86. Das ist natürlich schon mega krass. Müller wird da umgeschubst. Hallo? Dankeschön. Ja, komm, so ein Blödsinn. Wird der Müller auch nie machen. Zumindest nicht. So. Okay, Alaba macht das Ding. Hauen wir den direkt rein? Wir probieren das mal. Ah. Direkt auf den Torwart. Schade. Coman hätte das da schön machen können gerade. Müller hat die dann nochmal gerettet. Krass. Und Vidal kann nochmal einen Fernschuss probieren und voll übers Stadion hinaus. Vidal ist auch ein Spieler, der bei den Bayern nicht so ganz die Leistung bringt, die er bei Juventus Turin gebracht hat. Also jetzt so in echt. Das, keine Ahnung, er ist nicht so ganz fit, habe ich das Gefühl. Und schade, da hätte ich alles klar machen können gerade mit dem 5-2. Leider nicht, leider nicht. Schade, schade. Zu weit für Coman, zu schnell, zu hart, zu fest. Ich bin mal gespannt. Ich habe, wie gesagt, mir so eine Tabelle mal angeguckt. Die ganzen Potenziale von diesen der Anschlusstreffer. Jetzt nochmal konzentrieren, die letzten Sekunden hier. Meine Fresse. Die ganzen Potenziale von Jugendspielern oder von den Talenten, die wie die sich halt entwickeln können. Und da sind halt wirklich welche bei, die mit Anfang 20 oder 19 und so halt knapp über 70 sind, dass sie sich so bis auf Mitte 80 entwickeln können. Aber ich frage mich so Spieler wie David Alaba zum Beispiel, wie weit er sich entwickeln kann. Der ist, glaube ich, 2 oder 23. Alter. Oh.
Bums, 5 zu 3, da ist es. Da ist die Entscheidung. Puh, schöner Spielzug gerade von mir, muss ich mich ja mal selber loben. Ein 1er Konter. Eingeleitet vom Torwart von Manuel Neuer. Der kann halt alles. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Hat Costa aber auch gut gesehen da vorne, dass Lewandowski da sich freigelaufen hat. Natürlich für den Torwart keine Chance. Wie gesagt, so Spieler wie David Alaba oder auch meinetwegen Müller oder Neuer, die sind ja auch alle noch nicht so mega alt. Das heißt nicht mega alt, die sind alle noch nicht alt. Und sind schon ziemlich stark, auch Lewandowski. Ob die sich alle über 90 entwickeln könnten, das wäre echt mal interessant zu wissen. Oder Boateng. So, du kannst abpfeifen, Kollege. Okay. Yes. Wir haben das zweite Champions League Spiel auch klar für uns entschieden. Wobei es ja mal kurzzeitig, wie gesagt, noch ein bisschen knapper war. Und viele Tore sind gefallen. 5 zu 3, ey. Aus meiner Sicht. Nicht schlecht. Aber ohne ihn, ohne Manuel Neuer, wäre das Ganze anders ausgegangen heute. Aufnahme läuft immer noch. Fantastisch. Habe ich ein schönes Spiel hier komplett eingefasst. Wäre schade, wenn so eine Aufnahme mal wirklich abkackt und ich nicht die Möglichkeit habe, das neu zu machen oder halt zu laden oder sowas. Mann des Tages, heute Robert Lewandowski, selbstverständlich mit 9,7. Was für eine Wahnsinnsbewertung. Wir gucken mal weiter, wie die anderen gespielt haben. AS Rom 1-0 gegen Sevilla. Atletico Madrid hat auch gewonnen, okay. Leverkusen hat verloren. Arsenal hat gewonnen, Turin hat gewonnen. Real Madrid konnte ich jetzt nicht mehr so schnell sehen. Na gut, damit würde ich sagen, es läuft alles nach Plan. Das nächste ist das Topspiel gegen Dortmund, sehe ich da gerade. Eieiei. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.